Soll ich mal so ein Intro wie David starten? Ich kann es euch zeigen. Heute werde ich mit Sören, Annika und David das Zeig ich gut. Und unterwegs mit den allerechten David Boss. Oha, das war mal eine anständige Begrüßung, wie sie es gehört. Dann bin ich mit Joy unterwegs. Hallo, wie alt bist du eigentlich? Bist du mein Alter? 24. Ja, auch wie ich. Auch 24 junge, hübsche Jahre. Ja, ja, wem erzählst du das? Du bist auch 35. Und natürlich mit meinem Schatz, die Hosen hoch. Geht's noch? Heute ein bisschen durch Düsseldorf und mal gucken, was wir heute so erleben. Ne? Wenn auf das Motorrad stellen. Ja, stell drauf. Auf dem Sitz aber, oder? Nicht auf dem Tank. Geiler Scheiß, Alter. Nope. Sie ist wirklich so niedlich klein, das auf dem Motorrad. Du siehst aus wie so ein brasilianisches Kind, was vielleicht richtig abgeht auf so einem großen Motorrad. Dann kipp ich um. Ey, ich denke, du willst nachfahren. Okay, bereit? Fast Unfall gebaut. Da drüben gibt's schon die erste Polra-Kontrolle. Oh. Nein. Ach, Sören, du Arschloch. Ja, cool, die gucken alle perfekt so. Warum schenkt der Bahnfahrer aus? Was macht der, Digga? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Oh mein Gott. Voll besoffen oder so. Oh mein Gott. Der hat den rausgeschmissen. So, Alter, oh mein Gott, ich dachte, der schlägt mich gleich. Das war hinter mir so laut. Junge, der war Todessuff und aggro. Hey, guck mal, David, wie geil. Hey, Alter, guck mal, da kommt ein richtig kranker M2 gerade. Was ist ein M2? Der sieht gar nicht so schlecht aus. Was machst du denn? Ja, keiner von euch ist losgefahren. Du bist in meine Hand und in meine Kupplung gefahren. Entschuldigung. Alter, komm mal vorne. Boah, geiler. Alter, Ferrari GTS. Boah, ein Ford Puma. Verdammte Scheiße. Dauber begutachtet unsere Mopeds, Sören. Du hast auch keinen Reflektor hinten, oder, Annika? Nö. Gibt auch Strafe. Ja, 5 Euro oder so. Nee, Stilllegungsgrund. Nein. Doch. Wegen Scheißreflektor. Dauber, richtig unlogisch. Hey, den kenn ich doch. Könnt ihr auch einen Schluck? Geil. David, zeig mal, wie langsam du werden kannst. Oh. Das ist immer so krass. Hey, du stehst fast im Wheelie. Entschuldigung, okay. Alle gucken mich an. Alter, ich muss ja immer rumgehen hier. Junge, ist das witzig. Da würde ich mich ja auch drin sehen. Krank, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Standard ist. Ja, du hast auch vorne gar keinen richtigen Windschutz, ne? Auf der Autobahn muss man eigentlich auch Helm tragen. Weil das auf der Autobahn wie ein Quatsch. Oh, Junge, was ist der los? Oh, oh, oh. Willst du die mal fahren? Die ist irgendwie komisch. Vielleicht hattest du nur so eine Hälfte den. Hey, Sören fährt auf meinem Ding. Sehe ich gerade. Also das war aus. Hast du es damit ausgemacht? Ich glaube, das war echt das Problem. Weil das war nämlich so, ja, was du gerade gesagt hast. Ja. Oh. Hä? Ist das der Auspuff? Nein, erzähl keinen Scheiß. Oh. Das ist doch kein Auspuff. Ja. Das sieht aus wie eine Dose. Es sieht schon nicht schlecht aus, sondern nicht so ein Ohr hängt, oder? Ja, eigentlich wirklich. Weil das ist klein und versteckt und dann ist nicht so eine riesen Trompete dran. Alter! Guck mal, die durchdrehen die Reifen. Und da kam gar nicht voran. Ich entferne mich. Nee, warte mal, wie heißt das? Ich enthalte mich. Nein, ich distanziere mich. Ich distanziere mich so. Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Oh, Junge! Oh, Alter, guck mal den Streifen, den er gezogen hat hier. Den hat er gerade gezogen. Der hat eine Vollbremsung gemacht, der Orange da vorne. Ja. Hat er nicht gesehen, dass es rot ist? Was war das denn hier? Handbremse. Aber irgendwie hat nur ein Rad blockiert. Aber ist egal, ja. Auf jeden Fall gut nach Gummi gerochen. Digga, aber hinter dem war das ein anderer Kollege. Der wäre ja auch so reingeschossen eigentlich. Aber das erste Stück ist immer... Junge! Guck mal, jetzt haut er ab. Ganz beleidigt. Alter, hä? Was ist denn hier für ein GTR-Treffen? Hä? Was ist das für ein Traumparkplatz? Alter, hä? Also wirklich? Ich darf den vielleicht gleich fahren. Und dann werde ich mir so einen Petter drin einen runterholen. Bin ich dabei. Annika, was ist jetzt passiert? Wir sind auf einmal in einem riesen Rideout. Guck mal, hier werden die Kreisverkehre gesperrt von dem Ehrenmann. Ich freue mich, das ist doch richtig groß hier, ne? Drück die Daumen, dass heute nichts passiert, Sören. Dass hier was passiert? Überhaupt ja, dann was mach passiert. Keinen Scheiß, Annika. Ich mach keinen Scheiß. Kleiner Finger, Pinky Promise, kein Scheiß. Ja, Mann. Yo, Alter, was ein Mist. Gefällt mir ja gar nicht. Würde ich aber trotzdem mal Probe fahren. Wollen wir auch einmal die Straße sperren für die Leute? Wir nehmen die ganze Straße ein, Sir. Guck dir das an, ne? Wie viele werden das sein? 200? Boah, 200? Ja.
Oh mein Gott, wie gefährlich ist... Boah, wie dumm. Oh mein das Gott, ist echt das krank. Ist so gefährlich. Oh, im Wheelie in die Kurve das rein. Das gibt's ja nicht. Geist. Wenn ein Auto entgegenkommt, ja, der wäre so geradeaus draufgeknallt. Dann ist vorbei. Ah, da ist er da. Gölscher Junge. Krank. Sigi, übertreib mal nicht. Hä? Jetzt ist zu wild. Das jetzt macht's. Jetzt reicht mal. Anzeige ist raus. Irgendwann reicht's auch. Geil. Wir können gar nicht mal aufhören zu winken. Die kriegen so einen scheifen Arm jetzt. Hey Annika! Annika! Was denn? Ich hab gesagt, kein Scheiß, das habe ich genau gesehen. Das ist doch was Wunderschönes. Oh mein Gott. Ich habe so ein Gefühl, dass man meinen Tanker sehen kann. Meine Hose ist richtig tief gerutscht. Du, alter Sack, hast doch zu mir gesagt, ja, fahr vorsichtig, ich mach keine Scheiße. Jetzt machst du einen Krümel. Junge, es tut mir leid. Wo bist du überhaupt? Ja, hinter Siki Moritz. Du kriegst erstmal Anschiss. Komm mal her. So, bam. Hey. Hat er sich erschrocken? Ich hab mich erschrocken, ja. Hey, das Motorrad vor uns ist eigentlich so groß, das sieht aber von hinten so klein aus. Ich denke auch. Was war das denn? Siri hat gerade zu mir gesprochen und hat gesagt, ich denke auch. Was? Darf ich haben? Nee, nee. 50 Euro. Da muss schon ein bisschen mehr in die Tasche greifen.